Leute, riecht ihr das? Es liegt was in der Luft und das ist nicht diese Umweltverschmutzung hier, die Dr. Doom verursacht. Es ist ein neues, großes Update. Das allererste große Update für Season 4, seitdem die Season gestartet ist. Ne, es sind fast 2,5 Wochen vorbei, seitdem das passiert ist. Und es wird Zeit, dass wir neuen Inhalt und Content bekommen und da freue ich mich sehr drauf, weil es kommen ein paar richtig coole Sachen. Fangen wir erstmal mit den Basics an. Und der Basics ist erstmal, wann kommt das Update? Ursprünglicherweise eigentlich kriegen wir immer Dienstag eins, ne? So der Update-Tag für Fortnite. Ist jetzt schon seit Jahren so etabliert. Aber so wie es aussieht, ist dieses Mal der Update-Tag ein bisschen verzögert. Vor allen Dingen, wenn man, sag ich mal, in-game jetzt mal die Belohnungen anguckt. Ne, statt aktuell, wo ich aufnehme, halt steht da 4 Tage und das wäre halt der Mittwoch theoretisch. Was halt unüblich ist, ne? Oder sogar vielleicht sogar fast der Donnerstag. Ne, also Mittwoch oder Donnerstag, wo die Belohnungen hier freischalten. Aber das ist nicht das erste Mal, dass Fortnite in-game den Counter nicht wirklich anpasst zu dem, wann das ein Update rauskommt und dann wird sowas meistens vorgezogen oder sowas. Ne, also mit Vorsicht genießen, also es bleibt offen, wenn Dienstag das Update nicht rauskommt, kommt es Mittwoch. Wenn es nicht Mittwoch rauskommt, ist es spätestens Donnerstag, ne? Ich würde aber erstmal die Augen aufhalten, natürlich streamen wir das Ganze. Und ihr seht es schon, eine der Belohnungen, die wir bekommen, sind natürlich die Superstile. Das erste große Update in einer neuen Season bringt immer die Superstile rein und die 3 Seiten hier werden dann gefüllt. Tja, gute Frage, welche Farbe die jetzt haben werden, ne? Ich meine, letztes Mal haben wir so ein paar Hololooks und so weiter bekommen. Ich bezweifle, dass wir die nochmal bekommen, ne? Dass wir nochmal so ein bisschen Hologlanz und so weiter kriegen. Ich denke mal, dass wir diesmal ein bisschen in eine andere Richtung gehen. So ein bisschen vielleicht mit Magic, grüne Sachen, was Dr. Doom angeht, ne? Ihr könnt mir natürlich gerne mal eure Meinung oder Vermutungen, wie die Superstile aussehen könnten, in die Kommentare reinschreiben. Ich bin mir sicher, da kommt irgendein goldener Stil oder so mit bei rum. Und natürlich, wenn ihr schon dabei seid, ein Like-Button und Abo-Button, wenn euch das Video irgendwo auf der Startseite empfohlen wurde. Ich denke, wir kommen auch schon direkt zum nächsten Kandidat und das bringt schon ein bisschen mehr Abwechslung rein als ein paar Superstile. Ist zwar Dr. Doom. Nicht nur der Skin, auch ein paar Gameplay-Sachen kommen wir gleich noch zu. Der Skin selber, ne, schaltet dann auch natürlich frei mit den Superstilen, plus natürlich seine ganzen Belohnungen, plus sein zweiter Stil. Und sein zweiter Stil kennen wir auch schon. Zu seinem zweiten Stil, den wir bekommen könnten, haben wir ja schon so einige Indizien. So ein bisschen hier in der Stadt, ne, zeigen die hier auch Dr. Doom, wobei man sagen muss, das sieht zwar ritterlicher aus als das, was wir im Battle Pass haben, aber ich finde ein bisschen zu ritterlich, ne? Das sieht aus wie so ein Elden Ring Wukong-Charakter, was wir übrigens auch bald zocken werden. Diese Woche ist erstmal Astrobot dran, ne? Da freue ich mich drauf, ne? Mit Astros Playroom und dann zocken wir Wukong durch, ne? Ich war jetzt erstmal 2 Wochen in Washington, es war einfach nur der Wahnsinn. Ganz kurz ein paar Wörter da, ne? Ich war in Washington mit dem Call of Duty Black Ops 6, macht sehr, sehr viel Spaß das Spiel, ne? Zocken wir auch gerade im Stream und das ganze Event mit dem Nationalmuseum, mit den Bussen, Activision hat da wirklich gekocht und geguckt, also das war wirklich arschgeiles Event, ne? Washington Trip hat sich auf jeden Fall gelohnt, genauso wie Gamescom, da bedanke ich mich natürlich an alle Leute, die bei den Community-Treffen dabei waren. Eines der Community-Treffen, vor allen Dingen am Freitag, das von der Gamescom, war nach 5 Sekunden ausverkauft. Ja, es gab nur so um die 150 Slots, glaube ich, oder 100, ne? Aber dass die nach 5 Sekunden direkt 100 Stück weggehen, hätte ich auch nicht gedacht. Deswegen Kuss geht raus. Ne, schreibt es euch schon direkt auf, Leute. Gamescom 2025, 20. bis 24. August. Das Datum steht schon fest. Ne, ich werde natürlich auch nächstes Jahr wieder dabei sein. Ne, solange natürlich nichts passiert, Leute, dass ich mir ein Bein breche oder sonstiges. Kommen wir aber mal zu dem zweiten Stil von Dr. Doom. Und zwar durch die Story-Aufgaben haben wir auch schon mal ein bisschen was rausfinden können. Ne, dort haben wir auch schon ein paar Dialoge angehört, dass er gesagt hat, dass er noch ein bisschen eine bessere Rüstung braucht, bevor er ein zweites Mal die Pandoras Box versucht jetzt aufzusaugen. Wir haben ja im Trailer gesehen, also ein bisschen, ne, die Macht versucht von Pandoras Kiste aufzusaugen und der hat wohl nicht ganz gereicht und so weiter. Deswegen versucht er gerade seine Rüstung zu upgraden und eine kleine Vorschau zeigt uns da tatsächlich vielleicht schon Lego. Lego hat da schon so ein kleines Bild mit Dr. Doom gezeigt, der deutlich anders aussieht als im Battle Pass mit goldenen Elementen, ne, goldenen Rüstungsplatten und Streifen, die sich so nicht unbedingt auf die normale Battle Pass Version übertragen lassen. Und das deutet ja schon eher darauf hin, dass das eine geupgradete Rüstung ist und dann wahrscheinlich stark genug wäre, um natürlich den Zero-Point dann abzuabsorbieren. Genauso diese gute goldene Rüstung haben wir vielleicht hier auch so ein bisschen. Ne? Hier haben wir auch so ein bisschen goldenes Cape mit goldenen Verzierungen und so weiter und das ähnelt schon sehr an die Lego-Variante, muss ich sagen. Naja, also könnte das wirklich hier so ein bisschen Richtung zweiter Stil von Dr. Doom gehen und natürlich eines der Bestandteile von diesem Update. Schön und gut sein Skin und so weiter. Ne? Wir brauchen auch ein bisschen mehr Gameplay
Gameplay-Sachen als nur jetzt ein Skin von Dr. Doom. Und eines der Skin-Sachen bzw. Gameplay-Elemente könnte natürlich der Ersatz für ihn sein. Wenn ihr ein bisschen aufgepasst habt, wisst ihr ja, dass Dr. Doom aktuell in seinem Schloss ja eigentlich eine Kopie ist, ne? Der Dr. Doom, der hier gerade rumläuft, ist der Doom-Bot. Das ist ein Roboter. Den hat Dr. Doom platziert, einfach nur, weil er gerade keinen Bock hat, selber zu kämpfen. Und hat dabei seinen Doppelgänger dahin platziert. Und der ist natürlich deutlich, deutlich schwächer. Finde ich super, dass der jetzt hier rumkriecht, obwohl Dr. Doom gestorben ist, ne? Dass der hier deutlich, deutlich schwächer ist in der Variante, als auch sein mythischer Gegenstand. Wo ist überhaupt der gestorben? Ah, die gehen alle down hier. Ne, und zwar Dr. Dooms Arkan-Handschuhe, die haben wir ja gerade aktuell. Aber wenn wir die mal mit dem Trailer vergleichen, dort gab es ja einen richtigen Laserstrahl. Es sind diese Handschuhe ja noch deutlich, deutlich schwächer im Vergleich zu dem, was eigentlich im Trailer zu sehen war. Und auch dort könnten wir tatsächlich nochmal ein Upgrade bekommen, dass wir natürlich die richtige Fähigkeit von Dr. Doom bekommen und dass die nochmal deutlich, deutlich krasser werden. Das ist Punkt Nummer 1, was gameplay-technisch reinkommt. Dann noch halt ein paar Kleinigkeiten erstmal runterrattern. Unter anderem das Feature, was wir direkt zum Season-Start hatten, und zwar, dass man die Bots ja übernehmen konnte, ne? Erinnert ihr euch doch dran? War gefühlt nur 6 Stunden aktiv oder sowas. Ob es direkt zum dann natürlich jetzt mit dem Update wieder aktiv ist oder vielleicht für diese ganze Season deaktiviert ist. Ist möglich, ne? Wir hatten schon mal ein Feature, was drin war, und zwar da hier über Gelände und so weiter springen, ne? Das wurde ja auch eine ganze Season tatsächlich dann gewartet, bis sie das dann irgendwie gefixt haben oder was auch immer. Na, das ist die Kleinigkeiten. Eine der größeren Sachen, aber das ist noch nicht so wirklich bestätigt, ist Iron Man. Iron Man könnte jetzt auch endlich auf die Insel kommen, sowohl als NPC, als auch mit seinen Pots, ne, und natürlich seinen mythischen Items. Die Pots haben wir schon so ein Bild davon gesehen, ne? Das ist so ein riesiger Pot von Iron Man in Iron Man Farben, sag ich mal. Und dort sind wahrscheinlich dann die mythischen Items drin und natürlich auch vielleicht ein weiterer Skin von Iron Man, und zwar Mark 32, ist das die Mark 32? Ne, wir haben hier diverse Pappaufsteller von neuen Iron Man Skins, die halt nicht vom Battle Pass Skin sind, ne? Das ist der im Battle Pass aktuell ist, und der unterscheidet sich ja farblich natürlich deutlich, deutlich komplett von den anderen. Ne? Wäre auf jeden Fall nice, wenn der in den Item-Shop reinkommt, dann haben die Leute auch ohne Battle Pass die Chance, den zu bekommen. Soweit, so gut. Ne? Also ihr seht es, gameplay-technisch könnte eine Menge passieren. Die Iron Man könnte aber natürlich nochmal um ein Update sich verzögern, damit nicht alles ins Eins reinkommt. Aber eines der größten Änderungen ist noch offen, und das wird gerade tatsächlich aufgebaut. Und zwar streamt Lego aktuell tatsächlich einen Aufbaustream, ne? Und sind dort etwas am Aufbauen. Und das schon seit einigen Tagen. Ne? Und da sind ein paar interessante Sachen dabei. Ne? Unter anderem auf der linken Seite das neue Lego Llama, was ja auch in den Shop Handel kommt, werden wir auch übrigens im Livestream aufbauen. Ne? Habe ich mir schon bestellt für 230 Euro, alle 4 Sets. Werden wir im Livestream zusammenbauen, habe ich mega Bock drauf. Ne? Ein paar andere sind natürlich hier auch zu sehen. Jonzi sehen wir hier auch. Finde ich gut, dass sie die verewigt haben, dass sie nicht alleine gelassen haben. Battle Bus in 3 unterschiedlichen Variationen. Da ist nochmal der, der rauskommt. Da ist der Peely, der auch als Lego-Variante kommt und, und. Aber sei es drum. Ne? Das ist ja alles schön und gut. Ne? Der Livestream läuft jetzt schon seit, wie gesagt, einigen Tagen, und die bauen dort auf jeden Fall etwas Größeres. Interessant auch da unten der Timer mit 4 Tagen und 18 Stunden, ne? Passt gut mit dem Timer in Fortnite überein und dem, was da reinkommt. Und ja, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit bauen die dort wahrscheinlich gerade Klombo zusammen. Wir sehen hier auch so ein paar lila Steine. Die halten die gerade noch ein bisschen secret, während die alle anderen Sachen zusammenbauen. Ne, aber die lila Steine sind da schon ein paar Mal gesehen worden und so weiter, und wahrscheinlich bauen die dort natürlich ein Lego Klombo zusammen. Und wir wissen, durch die Roadmap hat sich ein bisschen verzögert. Hätte ja schon im Juli, Ende Juli hätte das schon rauskommen müssen. Noch sogar in Season 3 hätte ja das große Klombo-Lego-Update rauskommen sollen. Und das, ne, das große Comeback von Klombo endlich mal in Lego wenigstens, ich sage mal, einführen. Ist aber nicht passiert. Jetzt in Season 4 scheint wohl der große Moment zu kommen. Und Lego bringt jetzt das große Klombo-Update raus. Und da gibt es auch noch ein paar Hinweise darauf. Und zwar könnte das Lego-Update auch ein neues Dschungelbiom beinhalten. Das haben die auch in dem Livestream so ein bisschen angedeutet. So, gehen wir mal den armen Säuer mal ein Like, ne, wenn die hier schon so lange zusammenbauen. Die Frage ist irgendwie gefühlt, die Hälfte der Zeit ist gefühlt da keiner dran, ne? Hälfte der Zeit ist gefühlt keiner dran, ne? Die müssen sich echt mal beeilen, wenn die in 4 Tagen das zusammenbauen wollen. Aber ich glaube, das kommt gut vorwärts. Sie wissen schon, was sie tun. Und selbst wenn nicht, das Update kriegen wir auch ohne den Zusammenbau. Und noch eine Sache, hat zwar jetzt mit dem Update an sich nichts zu tun, aber ne, bringt jetzt nichts, ein eigenes Video zu machen. Aber so ein paar der Seasons, die jetzt in OG 2 reinkommen, sind natürlich jetzt erstmal nur Theorien. Die Season selber, ne, mit OG 2, Chapter 2, beginnt am 2. November. Das wissen wir.
wieder, ne, steht hier auch in-game. Und dort soll dann die erste Season bis zum 9. November gehen, dann die Midas-Season von 9. November bis 23. und Season 3 von 23. bis 23. November. Und dann kommt auch schon das große Live-Event am 30. November. Codename ist Quail und soll wieder das Gerät beinhalten und wahrscheinlich irgendwie wieder irgendwie in der Zeit oder Realität oder was auch immer reisen, was wir aktuell in Fortnite gang und gäbe ist, ne, wie das Universum aufgebaut ist. Und dann gehen wir Richtung Chapter 6. Wir machen zwar dieses Jahr kein Sabaton, ne, aber wir machen einen 6-Tage-Stream für Chapter 6, ohne Subs oder was auch immer. Einfach 6 Tage durch, Party feiern, ne, und was auch immer und schön anhypen für das neue Chapter, als auch das Live-Event. Und wenn ihr dabei sein wollt, schreibt es euch jetzt schon auf, Leute, ne, das starten wir natürlich 6 Tage vor dem Dezember, also um den Dreh herum, 23. November. Schmeiß ich mal jetzt einfach mal rein. Wird schon passen, ne? Genauere Infos dann, wenn es näher kommt. Merkt euch einfach vor, Ende November geht die Party los. Und da freue ich mich drauf. Wird wieder eine arschgeile Zeit, aber wir haben ja natürlich noch OG bis dahin. Und ihr habt noch ein Video bis dahin, was ihr auschecken könnt. Würde mich natürlich freuen. Vor allen Dingen mit den anderen Creatern. Ist immer sehr, sehr nice. Vergesst nicht, Creator-Code HeyStunny in den Item-Shop einzutragen. Wäre mega cool. Und würde mich supporten, wenn ihr das Video bis hierhin geguckt habt. Und gebt mir Flosse. Flop!